eine große Krise für die terroristischen Pläne von Katar. Und als eine große Krise für die terroristischen Pläne von Katar, die seit Jahren bestrebt ist, um ihre Position vor dem Wild, wurde der touristische afrikanische Club, um am tunesischen Suba Cup in Doha teilzunehmen. Und Kamal bin Khalil, der Sprecher tunesischen afrikanischen Club, bestätigte, dass das Management des Clubs beschlossen hatte, um den Suba Cup zu boykottieren und nicht nach Doha zu gehen, um sich gegen Al-Taraji zu stellen. Und die Al-Taraji-Fans und die marokkanischen Fans haben zustimmt, um das afrikanische Suba Cup-Spiel zu boykottieren, um gegen die Entscheidung zu protestieren am 29. März als Nikista in der katarischen Hauptstadt Doha niederzulassen. Und die afrikanischen Clubfans haben ihre Boykott seit Dezember letzten Jahr angekündigt, wenn der afrikanische Fußballverband seine Übertragung von Olympia Club in Brades nach Katar ankündigte und wurde von den marokkanischen Fans gefolgt und bestätigte ihre Boykott des Superspiels. Und dieser Versuch kommt von zwei Gruppen von Fans für Einigungen in der arabischen Welt und in Afrika wegen der Suche von Geld und viele finanzielle Gewinne auf Kosten der Menschen zu machen. Und es ist klar, dass der erwartete Messenversagen des Super Cups die afrikanische Fußball-Konföderation verlassen wird, um ihre unpopuläre Politik zu überdenken, die ihre Hauptrolle bei der Entwicklung des Spiels auf dem afrikanischen Kontinent zuwiderläuft. Und es ist klar, dass Al-Rajah ihre letzte Weltmeisterschaft gegen Al-Ahli aus Ägypten gewann, während Al-Rajah den Konföderation Cup gegen Vita Club gewann.